Hi und willkommen zu meinem macOS Entwicklungsumgebungsguide 2022. Egal, ob ihr gerade einen neuen Laptop zugelegt habt oder gerade entschieden habt, einfach neu aufzusetzen. In der Videobeschreibung findest du einen Link entsprechend aller Befehle, die ich hier in diesem Video zeige. Beginnen wir erstmal mit dem Tool zu installieren, Xcode Command Line Tools. Ja, das wollen wir jetzt installieren. Akzeptieren. Dauert natürlich ein paar Minuten. Und klicken fertig. Als nächstes installieren wir Homebrew. Auf der Homebrew-Seite klicken wir auf das Clickboard und kopieren diesen in unseren Terminal. Als nächstes müssen wir unser Passwort von unserem Rechner eingeben. Enter, nochmal Enter und schon beginnt die Installation. Als nächstes ist es ganz wichtig, den Next Step auszuführen. Diese beiden Befehle müsst ihr noch in euer Terminal eingeben. Die Commands-Zahlen können natürlich anders aussehen, wenn ihr einen Intel-Rechner habt. Jetzt installieren wir Node und NPM. Node.js braucht ihr, wenn ihr Webpack, Vue und React für eure Webentwicklung braucht. Mit dem Befehl npm können wir prüfen, ob npm auch bei uns installiert ist. Für unsere Webentwicklung werden wir Valet benutzen. Zu Deutsch Kammerdiener. Auf der Webseite von laravel.com gehen wir auf Dokumentation, scrollen runter auf Package, wählen Valet aus. In der Beschreibung können wir auch erkennen, dass Valet natürlich alle gängigen CMS-Systeme wie WordPress zum Beispiel, Drupal und natürlich Laravel und so weiter. Als Beispiel werden wir ein Laravel-Projekt installieren. Dafür müssen wir erstmal Composer installieren. Mit diesem Befehl wird auch die aktuellste PHP-Version installiert. Als nächstes müssen wir den Pfad konfigurieren von Composer. Der obere ist natürlich nur temporär und der untere Befehl ist natürlich, dass ihr nicht ständig immer neu eingeben müsst. Mit dem nächsten Befehl installieren wir Global Valet. Jetzt noch Valet Install. Hier ist ein Fehler aufgetreten. In diesem Fall benutze ich den temporären Pfad von Composer. Also nochmal Valet install und los geht's. Passwort eingeben. Auf den Rechner erstellen wir uns einen Ordner jetzt. Zum Beispiel jetzt Webseiten. In den werden wir Valet Park aktivieren. Als nächstes wollen wir ein Laravel-Projekt installieren mit Composer. Geben einen entsprechenden Namen hier ein, zum Beispiel Laravel 9. Prüfen den Ordner. Alles klar. Wählen jetzt in unser Browser laravel9.test und schon haben wir eine vollständige Laravel-Applikation online. Das war's erstmal von meiner Seite. Auf Wiedersehen.